Hey und herzlich willkommen, meine Duftfreunde, zu einem weiteren Dufttest hier auf dem Kanal. Und wir schauen uns wie gestern auch heute wieder eine weitere polnische Duftmarke an, die wir mittlerweile hoffentlich alle schon kennen, nämlich jetzt heute weiter mit Larive, dem Heroic Man, also dem heroischen Mann im Eau de Toilette. Oh, schön, Fragrance from France, aber Larive mit Sitz in Polen. Aber der Duft kommt, wie es aussieht, wirklich aus Frankreich. Schauen wir uns heute Larive Heroic Man an. Ich bin gespannt. Wie auch typisch zu den Larive-Düften habe ich auch hier keinen Release gefunden, wann dieser Duft erschienen ist und auch keinen Parfümeur, wer diesen Duft kreiert hat. Falls das nicht einfach einfach nur eine Kopie oder ein Zwilling von einem anderen Duft ist, wie man es von Larive ja ein bisschen kennt. Obwohl ich sagen muss, der Cash for Man, der hat mich ein bisschen abgeholt und hier holt mich gerade der Karton ab. Deutsch, ich dachte, das ist ein normaler Karton, der ist richtig, ja, so ausgestanzt. Boah, geil. Also Leute, für den Preis, geiler Karton auf jeden Fall. Und bevor wir erstmal zu der Duftpyramide kommen, schauen wir uns natürlich erstmal das Flakon an. Also der Karton, ich höre, in den habe ich mich gerade voll verliebt. So, aber um den Karton sollst den bewerten wir leider nicht, weil der hätte jetzt echt gut abgeschnitten. Einer der besten Kartons bisher. Also wirklich richtig qualitativ geil. Sondern es soll um den Duft gehen. Heroic Man, oh, ich bin gespannt. Die Larive-Düfte, die holen mich ab. Die holen, also wirklich, ne, sind echt nicht schlecht für den Preis, also komplett crazy. So, und hier haben wir es. Also was mich ein bisschen stört an den Larive-Düften, die haben da und da manchmal noch so leichte Verschmierungen. Ja, okay, geht ganz schnell weg, ist so leicht eingestaubt. Da fahren wir überall mal kurz mit der Hand drüber, tun wir die ganzen chemischen Stoffe schön auf der Haut absetzen. Wunderbar. So Leute, aber jetzt mal grundsätzlich zurück zum Duft, was mich so beim Cash for Man gestört hat, nämlich dass wir hier einfach so einen hässlichen Sticker drauf hatten, Entschuldigung Larive, aber es ist halt irgendwie einfach so, haben wir es hier wirklich schön auf dem Flakon, auf dem Glas drauf gedruckt, einfach nur den Schriftzug, Eau de Toilette, Heroic Man, finde ich sehr schön, Kapsel, ja, nichts Besonderes, aber auch so ein bisschen was Eigenes halt, ne? Haben sie nicht überall die gleich gemacht wie eine andere Marke, die Milliardenumsätze macht, aber die kann sich da nicht schöne eigene Flakons einfallen lassen. Sorry Adidas, aber ich frage mich trotzdem, warum. Haben sie hier wirklich ein, finde ich, grundsätzlich schönes Flakon. Da könnte man auch ein, wenn man jetzt nicht die Qualität der Kapsel weiß und dass das so ein leichtes Plastikding ist und hier oben auch. Aber jetzt rein so vom Flakon, wenn ihr es anschaut, seid ehrlich, könnte auch ein 100-Euro-Duft drin sein. So. Und ich finde das Flakon schön, ich mag schlichte Flakons und deshalb gibt es von mir eine 2+ hier fürs Flakon, ein Highlight für die Larive-Dinger, geil. Aber jetzt kommen wir zur Duftpyramide, bevor wir weiter über das Flakon reden. Wir haben in der Kopfnote Kardamom, Veilchenblatt, Minze und rosa Pfeffer. Also Kardamom, Veilchenblatt, Minze, rosa Pfeffer, nichts Zitrisches, nichts mega Frisches, ein bisschen Grünes, Würziges. Ich bin total gespannt. In der Herznote, oh, da haben wir jetzt als erstes direkt Ananas, bin ich sehr gespannt. Salbei, Lavendel, Melone und Zimt. Leute, in der Herznote, ich will es nochmal sagen, Ananas, Lavendel, Melone und Zimt, alles in einer Note. Oh Gott, das klingt fantastisch. Als Basisnote haben wir Vanille, Amberholz, Kastanie, Guajakholz und Zedernholz. Also wir müssten hier wirklich ein sehr, ja, und daraus ergibt sich ein süß-würziger Duft. Also süß von der Minze, dem Veilchenblatt, Lavendel, Melone, Ananas, aber auch ein würziger Duft. Soll ein Winter- und Herbstduft sein für den Abend und zum Ausgehen. Leute, da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Also wow, die Duftnoten, ich schreibe sie natürlich alle nochmal hier an den Rand hin. Die Duftnoten hauen mich gerade wirklich um. Boah, ich bin gespannt, Leute, ich bin echt gespannt. Okay. Aha, mhm, aha, mhm, aha. Jetzt habe ich voll meinen Finger voll gesprüht. Oh, können wir uns ein bisschen einseifen mit Heroic Man. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh. Also ich finde, auf der Haut, wie viele Düfte, entwickelt er sich nochmal ganz anders. Boah. Boah, also auf der Haut ist der
Ist der echt gut auf der Haut. An was erinnert der mich? Ja, süß, leicht würzig, aber immer noch eher süß. Aber trotzdem ein bisschen so, ja, düsterer und herber als der Cash for Man von Larif. Wow. Wow, also für den Preis, ne? Mich hauen diese Larif-Düfte manchmal um. Da ist was dahinter, da ist was bei gedacht, eben schöner Winter-Herbstduft. An was erinnert er mich? Der erinnert mich ein bisschen an Dynamic Pulse von Adidas. An die süßen Noten, aber auch nicht ganz, weil da haben wir eigentlich was ganz anderes drin, aber von Cash for Man. Der riecht angenehm. Der riecht angenehm. Trotzdem sehr eigen. Also ich überlege gerade, haben wir so ein bisschen in die Richtung vielleicht der Hunting Man von Larif. Sehr interessant. Leute, von mir kriegt er eine 2 Plus. Also wirklich jetzt, ich weiß, die ganzen Duftfanatiker draußen, wenn ich denke, wie kannst du einem unter 10 € Duft eine 2 Plus geben? Aber ich sag zu euch nur, riecht ihn selber. Er riecht zwar synthetisch, klar, es ist nicht die höchste Qualität, aber yo, schaut euch mal das Flakon allein an, ja. Und dann darin noch was haben, wo man sagt allein einfach nur, boah, das riecht gut. Heftig. Heftig. Also Flakon 2 Plus, Duft 2 Plus. Ihr reiht sich in schon so Einsteiger-Designer-Düfte ein, die wir getestet haben. Wow, guter Duft und für mich, wenn nicht bisher, der beste Männerduft von Larif, den wir bisher getestet haben. Heroic Man gefällt mir sehr. Und was gibt Parfumo diesen Duft? Da tun wir uns schon ein bisschen anschließen, habe ich gerade gesehen. Nämlich für den Duft geben sie eine 7,8. Ja, das ist so eine 2-2 Plus, aber wow, also die Parfumo-Community ist relativ kritisch. Und da finde ich sehr respektvoll, dass sie dem eine 7,8 geben. Für die Haltbarkeit haben wir eine 6,9. Auch voll in Ordnung für den Preis, muss ich hier wieder anmerken. Sillage 7,0, also ihr werdet wahrgenommen mit dem Duft. Auf jeden Fall ist jetzt vielleicht nicht, ne, kein boah, Air Tiger von Marc Gebauer, aber ihr werdet wahrgenommen. Und fürs Flakon haben wir eine 6,6. Was ich auch voll okay finde, ist ein designisches, modernes Flakon. Auf jeden Fall. Also Leute, Duftnote 2 Plus, Flakonnote 2 Plus, super Duft für einen super Preis. Kriegt auf jeden Fall eine Duftempfehlung, besser noch als manche andere Düfte, die wir getestet haben. Und ja, Leute, das war's mit Larif, Heroic Man. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Mal gucken, bei was, vielleicht beim weiteren Duft, vielleicht auch nicht. Und ansonsten immer schön happy bleiben, niemals aufgeben und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.